Hallo alle zusammen und willkommen zu einem ruckeligen Part von Delicious Emily's Tea Garden. Fragt mich nicht, warum es ab und zu jetzt ruckelt oder der Sound so komisch ist. Anscheinend meine Zibu, sie muss gerade durchdrehen, warum auch immer. Ich habe eigentlich zum letzten Mal nichts anderes getan und auch nichts Neues installiert, also auf damit! In der letzten Folge haben wir Level 2, 3 und 4 gemacht und heute machen wir weiter. Hör auf zu ruckeln! Meine Güte! Und wir bekommen heute einen wunderschönen Lachs dazu. Und, oh, das muss ich noch machen. Und eine Pflanze. Oh Gott. Ich krieg das nicht hin. So. Habe ich genug gemacht? Okay, du bist das. Ich hätte jetzt, glaube ich, zuerst einen Fisch drauf packen sollen. Egal. Du kannst rein theoretisch nochmal unterhalten. So. Oh Gott, ich dachte mir gerade, was ist das für ein Sound? Aber das Geklappere, das von dem Typen da oben kommt. Von dem Sohn von dem Restaurantinhaber. So, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, nicht wirklich über irgendwas gesprochen. Und ich habe jetzt eigentlich auch nicht wirklich ein Thema, über was ich so spontan reden könnte. Außer, dass, wenn ihr dieses Video jetzt seht, ich zwei neue Mitbewohner habe. Zwei flauschige kleine Mitbewohner. Und ich freue mich schon auf diese Tierisch. So, ich mache zuerst die Fische fertig, bevor ich das blöde Telefon abhebe. So, drei Tische, gut. Und das ist eigentlich das Einzige, was passiert. Währenddessen, ich meine, okay, jetzt bekommt es noch... Der Typ macht mich fertig. Aber jetzt ruckelt mein Spiel nicht mehr. Ich kapiere es nicht. Was ist mit meinem PC? Ich glaube, ich muss meinen PC wieder komplett neu aufsetzen. Und eventuell muss ich sogar Sims runterlöschen. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Oh Gott, es laggt. Es laggt. Warum laggt das Spiel so? Egal. Okay, kommen wir zurück zu irgendeinem Thema, bei dem wir noch gar nicht waren. Also prinzipiell gehst du erstmal darauf. Och, die mit ihren scheiß Fischen und da und. Nee, ich kann jetzt nicht. Der verkugelt mir jetzt, ne? Nee, verkugelt mir nicht. Perfekt. Okay, ich dachte schon, der verkugelt mir. Ich nehme jetzt mir einmal die Karte. So. Ach Mann, ich hasse solche Level, wo sie ganz immer noch scheiß braten muss. Ich wollte eigentlich darauf eingehen, dass ich habe ja irgendwann mal über Hugo den Trollenspiele gesprochen. Ich packe jetzt da die Karte hin. Und da habe ich über dieses Weihnachtsspiel geschwärmt von Hugo. Und mir hat Caruso in die Kommentare geschrieben, tatsächlich, wie das Spiel heißt. Du willst das und das. Gehst du so lange unterhalten, bis sich die Omi hier entschieden hat, dass sie Thunfischringe haben, Oktopusringe haben möchte. So. So, ja. Das Spiel heißt... Den Kommentar drauf klicken, damit ich alles lesen kann. So, dann packe ich die Karte dahin, dann mache ich neues Reis-Dingsbums mit Schrimps. Gebratene Reis mit Schrimps. Oh, das Ziel haben wir auch schon. That's fancy. So. Das Spiel heißt Hugo der Troll rettet das Weihnachtsfest. Das war mein Lieblings-Hugo-Spiel. Damals. Schade, dass es nicht. Das Expertenziel haben wir auch schon auf die Reihe gekriegt, na. Holla, die Waldfee. Das ist ja schön. So, und die sind auch ganz einfach zu bedienen. Das ist ja schön. So.
Ich habe ehrlich gesagt gar kein Thema, über was ich reden möchte. Ich weiß es nicht. Ich möchte einfach prinzipiell gerade nur dieses Spiel aufnehmen und einfach nur spielen. Und eigentlich auch nichts über irgendetwas Spezielles reden. Ja. So, es nimmt auf noch. Das ist in Ordnung. Das nimmt auch auf, das ist schön. Ich wollte mal schneller essen, damit ich den Tisch putzen kann. So, was ich mir jedoch vorgenommen habe in der heutigen Folge, beziehungsweise prinzipiell jetzt bei diesem Delicious-Projekt, dass ich die Parts jetzt doch ein bisschen länger mache als nur 3 Level. Und dann schaue, dass ich... Leck. Dass wir hier... mehr... Och. Emily, tut mir leid, mein Baustoffhändler hat Probleme, aber ein neuer kostet mehr Geld. Wir müssen im Zeitplan bleiben. Nehmt den neuen, wenn er zuverlässig ist. Ich kümmere mich später um die Finanzen. Ja, sage ich auch immer. Manche Leute sagen ja, man soll nicht lauschen, aber wie sonst soll man so wertvolle Informationen bekommen? Hört sich an, als übernehme ich bald das Ruder. Ich meine natürlich die Bank. Oh, ich mag sie nicht. Du hast Folgendes freigeschaltet, das Blumentor. Der neue Lieferant ist teurer, aber es ist unglaublich, wie gut der Garten aussieht. Er sieht genauso aus wie davor, außer dass jetzt hier ein paar runde Dinger sind. So. Kriege ich irgendwas Neues dazu? Ja! Ein Putzmann. Und das da. Muscheln. Ja, ich weiß. So. Und da haben wir die Leutchen. Zweimal Schrimpsreis. Kommt sofort. Jetzt kriege ich wieder Hunger, aber ich habe erst gegessen. Vor 4 Stunden. Mein Mittagessen. Ach, ich hasse Telefone. Ich mir so aggressiv, wenn ich Telefone höre. Aber ich finde, das spoilt schon ganz schön recht, was als nächstes noch dazu kommt. Nämlich kriegen wir noch Hummer zu den Muscheln dazu und dann haben wir hier alles. So, dann du mal den Tisch putzen. Ah, das sieht mal aus. So, einmal das, dann du mal den Tisch putzen. So, zack, zack. Und zack. Haben wir mal richtig schön abgecashed hier. So, ein Vierertisch will dann wieder. Okay. So. Einmal das und einmal das hier. So. Ich habe heute tatsächlich endlich Angela's Fabulous. Nein, Mann, wie heißt das Spiel? Fabulous Angela. High School Reunion durchgespielt. Ist irgendwie ein bisschen besser als der zweite Teil, weil das ist ja schon der dritte Teil. Allerdings kapiere ich das Ende nicht ganz. Also das hat irgendwie so ein richtig offenes Ende, das Spiel. Und das finde ich ziemlich schade, wenn ich ehrlich bin. Also das hätten sie so besser machen können, dass es kein offenes Ende hat, weil ich prinzipiell, ich möchte nicht wirklich großartig spoilern, sage ich mal, für diejenigen, die das Spiel noch spielen möchten oder das Spiel nicht kennen oder was weiß auch, was weiß ich was. Es geht prinzipiell darum, High School Reunion, man spielt ein bisschen in der Gegenwart und ein bisschen in der Vergangenheit von der High School von Angela und naja, da hat sie eine Rivalin, die Janet, die halt mit den heißesten Typen rummacht und alles und von denen natürlich sehr offensichtlich schwanger wurde, ne? Allerdings ist sie dann nach Paris ausgewandert, hat das Mädchen in Paris gekriegt und ist halt dann auf einmal plötzlich zurückgekommen in die USA, so nach Snackford, damit ihre Tochter, die mittlerweile 16 ist, einen amerikanischen Highschool erlebt. Amerikanischen Abschlussball erlebt, so. Ja. Und das Ganze wird ein bisschen sehr kompliziert, sage ich mal. Denn das Mädchen weiß natürlich nicht, wer ihr leiblicher Vater ist, weil es hat ihre Mutter natürlich nie erzählt. Weil die sich ja an und für sich getrennt haben. Bevor er wusste natürlich, dass sie schwanger und sowas ist, ne? Und so nach 16 Jahren erfährt er halt eben, dass er mit ihr ein Kind hat, ne? Und die Tochter sucht halt überall verzweifelt
ihren Vater. Ja, ich weiß, dass das voll ist. Meine Güte. Es hätte jetzt noch hinten losgehen können, tatsächlich. So. Ja. Und am Ende sind halt Janet und Angela im Knast. Aber man erfährt halt eben nicht, ob jetzt Janet und der leibliche Vater von der Tochter jetzt zusammenkommen oder nicht, weil Angela ja auch in diesen Typen eigentlich verknallt war, ist. Deswegen ist das für mich so, ja, offenes Ende, sag ich mal. Ich nehme mal an, dass sie die Angela-Reihe auch so groß machen möchten wie die Emily-Reihe, aber ich glaube, das wird halt nicht so der Fall sein. Und ich habe jetzt letztens auch, ich glaube gestern oder so, irgendwo gesehen halt vom 15. Teil oder 14. Teil von Emily. 15. Teil, glaube ich, ist das schon. So ein bisschen so, weil im 15. Teil soll ja Angela ja wieder Emily ja wieder schwanger sein. Ich meine, es ist jetzt so, wir sind jetzt noch am Anfang, also wir haben hier nichts, wo Emily verheiratet ist oder so ein Kind hat. Wir sind hier einfach, Emily möchte sich hier ihr Restaurant, ihren Lebenstraum erfüllen. Und es geht halt dann dementsprechend auch noch so weiter. Ich kaufe jetzt mal das da. Das leckt hier schon wieder so scheiße. Ich weiß aber nicht wieso. Hör auf damit, PC. Huch, das sieht aber schön aus. Ein paar Muscheln machen. Oh, wir haben noch irgendwas gekriegt. Guck mal dann an. Haben wir eigentlich die Maus gefunden? Ich glaube schon. So. Oh, ich hasse Fische beraten. So. No! Hoppala. Jetzt habe ich mich verklickt. Ich wollte eigentlich nur auf den Fisch draufklicken. Ja, der ist jetzt verbrannt, ne? So wie dein Vierertisch, okay. Einmal das und das. Die Snobs kommen wieder. Wuhu. So, ich glaube in Level 8 oder 9 bekommen wir dann den Hummer. Wird dann ziemlich spannend. So, dann gebe ich da wieder einen Hummer rein. Aber wenigstens haben wir jetzt schon eine Putzkraft, das ist sehr schön. So kannst du gleich den Tisch putzen, dann kann ich dich mal abhaken. So, dann warte ich, bis sie sich entschieden hat. Was sie haben möchte, entscheide ich mal schneller. War so klar, dass ich wieder irgendeinen Scheiß braten muss. Mit Zitrone. So, einmal das und das. Ich sehe nichts, nehme ich mir mal die Karte. So, weil die sollten ja in den nächsten paar Minuten... Da ist die Maus. Die versteckt sich aber auch jedes Mal am selben Platz. Ich meine, ich will jetzt nicht verschreien, aber das ist sehr angenehm, wenn sie sich immer am selben Platz versteckt, weil dann muss ich sie nicht so suchen. So. So, tschüss. Aber aus irgendeinem Grund kommt es mir tatsächlich so vor, dass in diesem Teil jetzt irgendwie die Mäuse viel leichter zu finden ist, als in den neueren Teilen irgendwie. Kommt mir so vor. Ich meine, ihr habt jetzt natürlich keinen Vergleich dazu, weil ich ja jetzt gerade momentan die alten Teile noch spiele. Aber es kommt mir tatsächlich so vor, dass in späteren Teilen die Maus echt richtig scheiße versteckt ist und du die total lange suchen musst, bis du sie findest. So. Dann einmal das und einmal das. Aber das Level ist echt angenehm. Ich hätte mir eh gedacht, dass dieses Fischrestaurant ziemlich anstrengend wird. Aber ich weiß jetzt schon, dass das nächste Restaurant ziemlich anstrengend wird. Einfach aus dem Grund, weil man wirklich sehr viel... Das ist so eine Art Nobelrestaurant. Och nee, schon wieder das Telefon. Lass mich... Das abcashen. So, wieder ein Vierertisch, ne? Das freut mich aber. So, dann unterhalten wir Leutchen. So, dann mach ich da
das nach. Es ist schön angenehm hier. So, gleich zwei nachmachen. Man hat hier irgendwie nicht so einen Stress, kommt mir so vor. In den neueren Teilen hat man wirklich manchmal richtig viel Stress. Und hier ist es gerade irgendwie sehr ruhig. Das finde ich sehr seltsam. Und es ist gar kein Wasser, sieht auch nach irgendeinem. Ich glaube, die Oma trinkt Wodka. Die trinkt 100%ig hochprozentigen Wodka. 100%ig. Fuck it, I forgot it. Ja, jetzt ist es auch schon egal. Vielleicht kriegen wir trotzdem noch hin. Auch wenn ich vergessen habe. Ich muss eine Muschel nachmachen. Ja, vielleicht die neuen 22 Muscheln haben. So. Ich hole mir wieder eine Muschel. Komm, 1600. Komm, das kriege ich noch hin. Unterhalte Schnuckibär. So, dann machen wir das nämlich so. Weil dann kriege ich. Du kannst so lange den Tisch mal abputzen. Perfekt. Also hat hingehauen, obwohl ich vergessen habe, mal wieder zu reservieren. Ich hab's nicht so mit Reservieren. Ich hasse Reservieren. Oh, das fällt mir gerade ein. Ich habe letztens. Leck nicht so! Ich will den PC wieder neu starten. Ich habe keine Ahnung, was der wieder für Prozesse offen hat, ey. Ich guck, warte. Spielen? What the fuck is your problem? Macht das aus? Was muss da anlassen? Was soll das sein? Keine Ahnung. Die Mühe kannst du auch mal ausmachen. Und das Rest ist das System. I don't know what your fucking problem is. Ich hab dich keine 7 Stunden an, du Dödel. Egal. Mach mir. Leck nicht so! Aber das Restaurant sieht schon ziemlich nach einem fucking Fischrestaurant aus. Was die Olle Hummer? Ja, genau. Klar will die einen Hummer haben, die Tante. Auf das! Emily! Lass das! Gleich noch einen Hummer nach und dann mit Salz, bitte schön. Wiedersehen. So, das finde ich in Ordnung, das geht, diese Bestellungen. Ah! I had found. Habe ich schon erwähnt, dass ich verdammt nochmal Telefone hasse. Vor allem, wenn irgendwelche blöden Menschen anrufen. Und einem dann ins Telefon reinbrüllen und du sowieso kein Wort verstehst, um was es geht. Und denkst, ach, halt einfach deine Fresse, ich will nach Hause gehen. Und das kurz vor... Alter, ihr wollt den fucking Fisch haben, also regt euch nicht ab. Das muss jetzt mal braten oder wollt ihr Salmonellen haben? Kann ich in Zukunft gerne machen, ich bringe euch den Fisch einfach hoch. Ach, so, hier die Maus. So. Und tschüss. Es gibt Menschen, echt. Einmal tun das, und zwar mal das. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Und so. Das. So. Perfekt.
Zweimal das und zweimal das. Dann muss ich die blöde Karte nehmen, weil sonst vergesse ich das mal wieder. My headphones, I hate them so much, I can't tell ya. Und das. Jetzt habe ich endlich mal einen Tisch reserviert. Ich habe es geschafft, dass ich einen Tisch reserviere. Ich bin so stolz auf mich. Wieso nimmt ihr eigentlich die alte Lady immer ihren Hund mit? Mir kommt das gerade. Normalerweise darf man ja eigentlich in Restaurants ja keinen Hund mitnehmen. Oder verstehe ich das falsch? Einmal das und das und dann einmal das und das. Voila! Solange Leute keinen Fisch bestellen, bin ich zufrieden. Können sie alles meinetwegen bestellen, aber solange sie keinen Fisch bestellen, ist alles okay. So. Wieder schauen. Oh, das Level haben wir ja auch bald wieder durch. Das ist schön. Muss ich im Auge behalten. So, wir sind bei Minute 22. 20. Ich glaube 20. Oh, nee, that phone again! I hate it! Stop it! Please, don't ring anymore. It's not funny. I don't like it. My headphones. Bye. I want to play the Sims 3, but my PC is saying, fuck you, I'm going to lag, alright. No, I am talking again in English. I should stop it. Stopping. Ich glaube, ich guck mir danach am Abend noch, nachdem ich fertig bin mit meiner Aufnahmesession hier von Delicious, wo ich eh nur einen Part aufnehmen werde, weil ich es ganz genau weiß, weil ich nicht mehr aufnehmen kann, weil ich einfach meinen Zeitplan nicht hinbekommen hatte heute, den ich eigentlich machen wollte, weil ich wollte eigentlich am Vormittag aufnehmen, dann wollte ich meine Oma besuchen fahren, dann wollte ich eigentlich wieder nach Hause kommen und weiter aufnehmen, aber was mache ich? Ich vergesse mal wieder Tische zu reservieren. Und hör auf zu laggen, Mann. Stop it, PC! So, dann muss ich mit dem Hummer da reingehen. Eda, nervt ihn wieder. Und wenigstens haben wir das Ziel hingekriegt. So, und einmal die Drone, everything. Damit sie wieder happy sind. So, kannst du mal abputzen hier. So, dann haben wir das auch schon. So, ich werde mir dann nachher vermutlich Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions angucken. Das ist ja irgendein Film, der ist kürzlich rausgekommen ist. Also, ich weiß nicht, woher der kommt. Wann der ist. Wann der produziert worden ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass hier ein Yugi drauf ist, ein Kaiba und ein Typ, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich habe gerade statt Wheeler die Wheel gelesen. Auf zu lenken, Mensch. Hi Brad, schön dich wiederzusehen. Du hast mich angelogen. Franco ist gar nicht dein Freund. Habe ich denn gesprochen? Ich wollte dir nur nicht wehtun. Das hat nicht besonders gut geklappt, was? Schlimmer! Schlimmer als eine Lüge ist ein ertappter Lügner! Was ihr wollt, Mr. Hang? Ich kann nicht. Ich hätte Brad nicht anlügen sollen, aber ich wollte ihn nicht verletzen. Jetzt hast du ihn aber verletzt, Mädchen. Steht da irgendwas weiteres? Bei dem Film? Da steht nur: So hoch wie in Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions waren die Einsätze bisher noch nie. Nie waren die Rivalitäten so heftig. Eine falsche Bewegung, eine Karte zu wenig. Und das Spiel ist endgültig vorbei. Vorüber. Ein Jahrzehnt Produktionsdauer und Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions präsentiert ein neues Design und eine besonders brandneue Story vom Schöpfer dieses globalen Phänomens, Kazuki Takahashi. Seine meisterhafte Geschichte treibt die beliebten Charaktere dieses Animes zur lang ersehnten Rückkehr. Yugi Motu, Seto Kaiba und ihre treuen Freunde Joy Wheeler, Tristan Taylor, der ist Taylor echt, Tia Gardner und Bakura. Hat Bakura nicht einen Nachnamen?
Mich hat immer meine Cousine gefragt, wie heißt Bakura mit Nachnamen. Ich habe keine Ahnung, wie du mit Nachnamen heißt. So. Ich guck das jetzt mal. Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions, ja? Hat 3,2 von 5 Sternchen. Movie Pilot 2,5. Der Film ist aus 2016. Yes, man. Und jetzt kommt er in Europa raus. Gut. Gut zu wissen. Ne, ich bin schon gespannt. Ich habe mir den nämlich mit gleichzeitig mit der dritten Staffel von Yu-Gi-Oh! 5Ds gegönnt. Ich bin zwar nicht so der große Fan vom normalen Yu-Gi-Oh!, aber habe ich mir auch alle gegönnt. Alle 5 Staffeln. Das Einzige, was ich mir nicht kaufen werde von Yu-Gi-Oh! Ist, ich habe vergessen, scheiß Hummer zu machen, ist tatsächlich Yu-Gi-Oh! Zexal. Finde ich furchtbar. Ich finde es einfach nur furchtbar. Mit was willst du mit Salz und Pfeffer? Oh, wir haben jetzt ein Plätzchen mehr. Machst du die mal da oben glücklich machen? Die sind schon ein bisschen sauer. The phone is ringing again. Da oben haben wir schon den Zeitungsschutz. Oh mein Gott. Ach, die Maus. Achso, Entschuldigung. Hier. Was darf sein? What darf sein? Also nehmen wir an, dass wir dann Tag 10 auch noch schaffen werden. Wird dann die Folge ein bisschen länger. Aber egal. Schaffen wir einfach viel mehr. Ich find einfach irgendwie mit momentan, ganz ehrlich, obwohl ich schon ein bisschen mehr hochgeladen habe für die nächsten 2 Wochen, finde ich es irgendwie angenehmer, wenn ich jetzt längere Folgen echt machen kann. Aber das funktioniert halt leider nicht immer so, wie es gibt. Wie ich es eigentlich plane, weil manchmal kommt halt irgendwas dazwischen wie nächste Woche. Ich meine, wenn ihr diese Folge seht, ist das Wochenende schon vorbei, was eigentlich passiert, aber so. Jedenfalls nächste Woche ein bisschen stressig, weil dann kriege ich meine Katzenbabys. Und das ist dann auch so, dass die halt da sind, muss ich auch zum Tierarzt bringen dann noch. Und ein bisschen sich um sie zu kümmern und alles, weil ich meine, alles neu und so. Und müssen sich halt auch um die neue Umgebung kümmern. Und da kann ich nicht sagen, einfach, jo, ich verpiss mich jetzt einfach mal. Das geht nicht. Ich meine, ich kann mich das schon, ich werde mich wahrscheinlich vermutlich, sage ich mal, sowieso eventuell für ein Stündchen zurückziehen oder sowas mit den Kätzchen halt. Damit sich die Kätzchen daran gewöhnen können, dass sie auch mal alleine sind, weil sie werden halt. Schön, dass mein Wecker jetzt losgeht. Und mein Essen gleich verbrennt. So. Eventuell kann ich das da schon hinpacken, dann hole ich mir noch ein zweites Kärtchen. So, die möchte das und das haben. Die möchten einen Fisch haben. Das dauert sowieso wieder ein Weilchen, bis der Fisch wieder hier fertig ist. So, ich muss mal. So, dann kann ich das hier rein theoretisch hinpacken. Und mit das muss ich einen blöden Hummer zweimal machen. Haben, dann wollen die das haben, dann wollen die das haben. Die wollen das mit Salz und Pfeffer. Dann brauche ich noch ein zweites Kärtchen, weil die wollen sich da hinsetzen. Dann brauche ich das hier. Was will die? Die will wieder einen scheiß Fisch haben. So, dann putzt den Tisch mal.
Ja, Jimini, so, dann wollen wir das haben, dann wollen wir das haben, dann wollen wir das haben, dann kannst du mal den Tisch hier putzen. Wieso habe ich da noch eine scheiß Karte drinnen im Inventar? Die sind gerade nicht wirklich glücklich. Naja, es tut mir aber auch leid. So, dann haben wir das Ziel geschafft. Ich habe das falsche Getränk mitgenommen. Meine Güte. Meine Güte. Okay, Level 9 ist gerade... Ja, meine Güte, sind die angepisst. Das Wasser kannst du mal verkaufen. So, einmal das und das. Ich hätte das Wasser nicht verkaufen sollen. So. Dann mache ich da ein bisschen was nach. Das und das und das. Bitte, bitte nichts irgend Extravagantes, bitte. Irgendwas Normales. Bitte, 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 bitte. Wir haben gleich das Expertenziel geschafft. Wir haben gleich das Expertenziel geschafft. Wir haben das Expertenziel geschafft. Wuhu! Mein PC denkt immer noch, meine CPU-Auslastung muss bei 44% sein, weil ich einfach ein scheiß PC bin mittlerweile. Und ich kein Geld habe, mir einen neuen zu kaufen. Weil ich auf Katzenbaby spare. Könnt ihr bitte schneller essen? Ist schneller. Schneller. Ich hab auch immer so richtig angepisst. So, ja. Lag. Lag, lag. Oh ja, schönstes Restaurant. Ja, danke schön. Ich hätte Brad nicht anlügen sollen, aber ich wollte ihn nicht verletzen. Und ich muss mich wieder umsetzen, weil meine Füße eingeschlafen sind. So, dann beenden wir jetzt auch nochmal das dritte Restaurant, hätte ich gesagt. Oh, meine Fresse leckt das gerade. Wie müssen wir schaffen, etwas nachzunehmen? Ja, das schaffen wir locker flockig hier. Dann muss man das denn noch machen. Und unterhalt so lange das Pärchen hier oben. Kann ich jetzt schon mal nach, dann kommen noch Business-Leute, dann ist mein Fuß eingeschlafen. Dann wollte ich etwas Einfaches haben, das ist schön. Haben wir im letzten Level. Den Fisch gefunden? Die Maus gefunden, meine ich natürlich. Willst du die bitte unterhalten gehen so lange? Und gleich nochmal. So. Was darf denn rein? Einmal das und einmal das und einmal das. Dann darfst du gleich das und dann 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 das. So. Ich habe die Maus gehört, aber ich kann sie gerade nicht entdecken, weil hier gerade viel zu viel los ist. Tisch putzen. Jetzt könnte die Maus natürlich schön rauskommen, weil hier jetzt genug Platz ist und keine Mensch schillig, damit ich sie finde. Oh, scheiße, wie scheiße. Lalala, nein, ich habe mich nicht aufgeregt. Nein, 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 nein. Ich liebe Fische. Über alles. Ich könnte noch stundenlang zugucken, wie sie einfach hin und her schwimmen. Und mich einfach denke, what the fuck, wieso können sich das Leute einfach mal so angucken oder sich zu denken, oh, ist das öde. Ey, wir haben nicht die Hälfte, ein Drittel davon. Ein Drittel vom Ziel. Ich könnte den Hummer noch nachmachen. Die wollen
das und das haben. So. Perfekt. Läuft hier schon. Oh nee, die Snobs. Geh gleich unterhalten. Für die Reservierung kriege ich einfach mal 200 Punkte. Das ist heftig. Nimm das und das da rauf. Damit wir 7 Stück mal haben hier. Aber dass die Reservierung 200 Punkte gibt, ist heftig. Die will ein Fisch, so. Mit Zitrone, dann das und das, dann nur das und das. So. Dann ist mal wieder Laden wieder komplett leer geräumt. Das ist schön. Das freut mich, wenn der Laden komplett voll ist und du einfach alle abkassierst und dann ist keine Menschenseele mehr da. Das ist so ein richtig schönes Gefühl. So, wiedersehen. So, einmal einen Lachs, dann klingelt das fucking Telefon wieder. Dann ist mein Essen fertig, dann kann ich das so hinpacken. So. Könnte rein theoretisch mal diesen Tisch reservieren. Es ist sowieso gleich wieder abgelaufen. So, das Ziel haben wir auch gleich. Läuft ja alles hier wie am Schnürchen, würde ich sagen. So, das zweimal und das einmal. Dann kannst du hier mal den Tisch abputzen. Dann kannst du den Tisch abputzen. Dann wieder das und das. Und dann können wir gleich... So. Dann kann ich gleich den Tisch hier oben reservieren. Einen Hummer nachkochen. Zum Glück will ich keinen Hummer. Ich habe das falsch gekippt. Und hoffentlich läutet das Telefon nicht mehr. So... Och, das ging sich gerade noch aus. Na, wunderschön. So, das sind sowieso die letzten, weil unser ist geschlossen. Und dann kommen wir leider, Leute. Jetzt wollen wir sicher 5-mal Fisch haben. Das sage ich hier. So, bitteschön. 5-mal Fisch zum Mitnehmen. Dann haben wir das auch geschafft. Dann haben wir das komplette Fischrestaurant jetzt abgeschlossen. Wunderbar, würde ich sagen. Ging auch recht zügig. Meine, der Part ist jetzt zwar relativ lang, aber... Hey, andere Parts sind auch lang. So. Es gibt viele Yu-Gi-Oh!-Filme, kommt mir gerade. So, Yu-Gi-Oh! Dann gibt es Yu-Gi-Oh! Den Film, den habe ich noch nicht gesehen. Und Yu-Gi-Oh! 3D Beyond the World, den habe ich auch. Der ist auch richtig cool. Ich finde halt nur schade, dass der komplett auf Englisch ist. Aber ich verstehe Englisch. So teilweise. Aha, ich laut diesem Smartphone bin ich hier. Okay, gut zu wissen. So, ich habe das Geld für die Kreditrate, Miss Lizzy. Ja, leider. Den nächsten sollten Sie ebenfalls pünktlich zahlen. Was heißt hier leider? Die Bauarbeiter haben das Pavillon-Fundament des Tiergartens fertig, Emily. Yes! Du machst einen tollen Job, Franco. Kannst du als nächstes den Pavillon fertigstellen? Nö. Leider brauchen wir mehr Geld, um die Kosten bei dem Händler zu decken. Nein! Vielleicht könnte ich in dem Nobelrestaurant da arbeiten. Die zahlen ganz bestimmt gut. Ja, Nobelrestaurant. Ich rede mal mit dem Besitzer. Ich war mit seinem Sohn in einer Klasse. Was Franco für Leute kennt? Du hast Folgendes freigestellt, ein Pavillon-Fundament. Auf Franco kann man sich immer verlassen. Fischrestaurant ist jetzt in Emilys Tagebuch verfügbar und ein Experte ist jetzt verfügbar. So, und das ist das Nobelrestaurant. Können wir mal ja was reinstecken, nämlich in die schönen Theken, weil es hier wieder so wunderschön laggt. Deswegen gehe ich hier gleich wieder raus. Ich muss, glaube ich, meinen PC jetzt neu starten, weil aus irgendeinem Grund rennt mein CPU jetzt auf 63%.
Aber okay, ich würde sagen, das war's mit diesem Part von Emily's Tea Garden. Und im nächsten Part spielen wir das Nobelrestaurant durch. Vermutlich werden wir da genauso 6 Level durchspielen. Vermutlich, hätte ich gesagt. Also prinzipiell werden es vermutlich jetzt noch 3 Parts werden in diesem Projekt. Und dann ist es auch vorbei, weil ich das jetzt einfach möchte, dass es ein bisschen zügiger hier vorangeht mit Emily-Spielen auch. Aber ich werde vermutlich nach diesem Emily-Teil nicht noch einen Emily-Teil machen und irgendetwas anderes vermutlich spielen. Aber mal schauen. Das war's mit diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.